vom Funkhaus Nürnberg. Gong 97.1 Nachrichten. Es ist 15 Uhr in Franken. Ich bin Tanja Scholl, guten Tag. Ähnlich wie über die Weihnachtsfeiertage scheinen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen über Ostern lockern zu wollen. Das geht aus einer aktualisierten Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt hervor. Konkret hieße das, Treffen mit bis zu 4 Personen, die nicht zum eigenen Hausstand gehören, wären möglich. Bund und Länder beraten gerade über die weiteren Corona-Maßnahmen. Prinzipiell soll der Lockdown bis zum 18. April verlängert und möglicherweise in Teilen verschärft werden. Die Mehrheit der Menschen hierzulande will über die Osterferien zu Hause bleiben. Das hat eine YouGov-Umfrage gezeigt. Demnach gaben etwa 8 von 10 Befragten an, nicht verreisen zu wollen. Nur 2% wollen im Ausland Urlaub machen. Nächste Woche starten in den meisten Bundesländern die Osterferien. Bisher ist noch völlig unklar, ob und welche Urlaubsmöglichkeiten es im Inland geben könnte. Hierhin würden immerhin 4% der Befragten verreisen. In Nürnberg steht der öffentliche Nahverkehr morgen Nachmittag vorübergehend still. Um 14.30 Uhr halten Busse, Straßen und U-Bahnen für eine Minute inne. Die VAG beteiligt sich damit an der Schweigeminute zum Gedenken an die Corona-Toten. Die Fahrgäste werden über Durchsagen und über die Fahrgastinformationssysteme informiert. Zugleich findet im Bayerischen Landtag eine Trauer- und Gedenkfeier für die Verstorbenen der Pandemie statt. Mit Tempo 100 durch die 30er-Zone. In Erlangen hat sich ein junger Mann mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd durch die westlichen Stadtteile geliefert. Erst mit dem Auto, dann zu Fuß. In der Nähe des Steudacher Friedhofs konnten die Beamten den 20-Jährigen schließlich festnehmen. Zuvor war der Mann bei einer Verkehrskontrolle mit seinem Auto davongerast. Mehrere Streifen und ein Hubschrauber beteiligten sich an der Suche nach dem Flüchtigen. Am Ende war auch klar, warum der Mann es so eilig hatte. In einer Tasche fanden die Polizisten 8 Kilo Marihuana. Der mutmaßliche Drogenkurier sitzt in U-Haft und verweigert bislang die Aussage. Damit ist es 2:02, Gong 97.1 mit dem Verkehr. Die A9 Nürnberg in Richtung München zwischen dem Kreuz Nürnberg-Ost und dem Dreieck Nürnberg-Feucht. Gefahr durch Gegenstände auf dem linken Fahrstreifen. Bitte hier besonders vorsichtig fahren. A3 Nürnberg in Richtung Würzburg zwischen Erlangen, Frauenaurach und Pommersfelden. Ein Unfall, der linke Fahrstreifen blockiert. LKW wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Das staut sich schon auf 6 Kilometern Länge. Mindestens 20 Minuten braucht man länger. Die A6 Nürnberg in Richtung Amberg am Kreuz Nürnberg-Ost. Direkt in der Überleitung zur A9 Richtung Berlin. Ein Unfall mit einem LKW, der rechte Fahrstreifen blockiert. Die A73 feucht in Richtung Nürnberg zwischen Zollhaus und Hafen Ost. 2 Kilometer zähfließend, aber da geht's fix durch. Und einen Blitzer haben wir noch auf der B2 Nürnberg in Richtung Gräfenberg. Hier auf Höhe des Kreuzes Nürnberg Nord. Also, falls ihr irgendwas entdeckt, dann lasst es uns wissen. 08000 97 1 97 1 ist eure kostenfreie Studio-Hotline. Direkt zu Gong ins Studio. Wir wünschen gute Fahrt und sagen Dankeschön. Das Wetter für heute. Es ist meist stark bewölkt, also heute und morgen zumindest noch. Es bleibt aber weitgehend trocken bei Werten zwischen 3 und 5 Grad. Der Trend ab Wochenmitte startet der Frühling erneut einen Versuch. Da gibt es dann mehr Sonne und frühlingshafte 14 Grad. Rock von 2 bis 3 mit Gerald Köppler. So, wir starten rein in euren Montagnachmittag und das tun wir natürlich mit dem Best Rock Ever. Gleich ein echter Klassiker aus den 90ern von Kiss, God Gave Rock and Roll to You. Helen Schneider ist mit dabei und wir sind CC Top bei Gong 97.1.